Hallo, da sind wir schon wieder. Ich begrüße Sie zur letzten TUKTOK-Folge in dieser Dekade. Wir können wieder auf 12 Monate voller Ereignisse und toller Gäste zurückblicken. Im Januar starteten wir in das neue Jahr mit dem Dekan für Naturwissenschaften, Professor Dr. Michael Mehring. Wir kümmerten uns im Februar mit dem Leiter des Archivs, Stefan Luther, um die Vergangenheit der Universität und folgten im März dem Dirigenten des Universitätschors, Gérard Ramos-Pardot, in die Welt der Musik. Professor Dr. Bernhard Koring erklärte uns im April, wie er als Direktor des Zentrums für Lehrerbildung dem Lehrermangel entgegenwirken will. Im Juni beantwortete unser Rektor Professor Dr. Gerd Strohmeier wieder die Fragen der Studierenden und Tobias Bauer gab uns im Juli Einblicke in seine Arbeit als Sachgebietsleiter der Zentralen Studienberatung. Mit Maria Purzer hatten wir im August eine ambitionierte Dreispringerin zu Gast, die mit uns über die Vereinbarkeit von Psychologiestudium und Leistungssport sprach. Im September wagten wir mit Professor Dr. Thomas van Unwerth einen Blick in unsere automobile Zukunft und schauten mit der Leiterin Frau Veronika Mühlhausen hinter die Kulissen des Kreativzentrums. Zu guter Letzt berichtete uns der Dekan Professor Dr. Stefan Streif über Forschungsschwerpunkte und Planungen für die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik. Ja, und heute dürfen wir uns wieder auf den Rektor Professor Dr. Gerd Strohmeier freuen. Doch zuvor werfen wir wieder einen Blick auf den TUK-Weihnachtsmarkt. Denn dort haben wir die Studierenden befragt, was das Jahr 2019 für sie bereithielt. Wünschst du dir zu Weihnachten dieses Jahr? Also vor allem Zeit mit der Familie, leckeres Essen, gute Musik und ein paar kleine Geschenke. Ich wünsche mir Zeit mit meinem Freund, Zeit mit der Familie, also verschiedene Familienausflüge habe ich mir diesmal gewünscht, weil Zeit einfach das Kostbarste ist, was man hat. Im Moment ein paar Socken vielleicht, die warm sind. Wie begehst du Silvester? Silvester verbringe ich mit meinen Freunden und meiner Familie zu Hause in Leipzig. Ich fahre nach Hause, nach Tschechien. In England, in London. Da habe ich Freunde und Familie und werde wahrscheinlich eher im kleinen Kreis feiern, was Leckeres essen, das Feuerwerk im Fernsehen angucken, wie man das in London tut, wenn Big Ben Mitternacht schlägt. Und ja, dann stoßen wir zusammen an und starten in eine neue Dekade. Was war so dein Highlight des Jahres? Das war mein Auslandssemester, das ich in Peru gemacht habe. Ja, schon eher, dass Leverkusen gegen München gewonnen hat oder sowas. Ich denke, die Masterarbeit, dass ich jetzt damit fertig bin. Eigentlich der heutige Tag, weil ich heute mein Staatsexamen bekommen habe. Was ist dein Ziel für nächstes Jahr oder für die nächsten 10 Jahre auch? Also bei mir stehen auf jeden Fall persönlich wahrscheinlich einige Umbrüche an. Ich werde jetzt, denke ich, im nächsten Jahr in mein Berufsleben starten. Viel Erfolg bei meinem Referendariat, dann viele schöne Momente mit Freunden und Familie und ja, vielleicht einen schönen Sommerurlaub, bisschen mehr Geld und ja, genau. Und sonst in den kommenden 10 Jahren einfach mich persönlich und fachlich weiterzubilden, weiterzuentwickeln und ja, viel Erfolg in meinem Leben zu haben. Hallo Herr Strohmeier, schön, dass Sie die letzte Sendung in diesem Jahr mit uns verbringen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern, immer wieder. Ja, wir haben ja auf dem TUK-Weihnachtsmarkt die Studierenden befragt, was denn ihre Highlights im Jahr 2019 waren. Welche Höhepunkte hatten wir denn an der Universität Ihrer Meinung nach? Ja, in diesem Jahr gab es wirklich sehr viele Highlights an der TU Chemnitz. Ein ganz besonderes Highlight war sicherlich der Besuch des Bundespräsidenten. Aber auch abgesehen davon gab es sehr viele Highlights in nahezu allen Bereichen, die diese Universität ausmachen. Im Bereich Forschung ist es gelungen, den Sonderforschungsbereich Hybrid Societies einzuwerben, an dem ja alle 8 Fakultäten dieser Universität beteiligt sind. Und es war wirklich ein herausragendes Ergebnis für alle Beteiligten, für alle Fakultäten, für die Kernkompetenz Mensch und Technik und infolgedessen für die gesamte Universität.
Im Bereich wissenschaftlicher Nachwuchs ist es gelungen, 5 Tenure-Track-Professuren im Rahmen des Bund-Länder-Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses einzuwerben. Im Bereich Lehre haben wir mehrere Spitzenplatzierungen, Top-10-Platzierungen im CHE-Ranking erzielen können. Im Bereich Internationales haben wir es geschafft, mit dem IOZ-Patenprogramm im Rahmen des International Student Barometer weltweit den ersten Platz zu erringen, was wirklich ganz hervorragend war. Ich hoffe, ich verbrenne nicht zu viel Sendezeit, aber es ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Im Bereich Transfer ist es gelungen, 2 Projekte in der Erzgebirgsregion im Rahmen des BMBF-Förderprogramms Wandel durch Innovation in der Region einzuwerben. Im Bereich Weiterbildung haben wir den Studiengang Präventionsmanagement, den Bachelorstudiengang und dann später den Masterstudiengang an den Start gebracht, zusammen mit dem sächsischen Ministerpräsidenten, der ja auch Schirmherr der 58. Bundesrunde der Mathematik-Olympiade war, was sicherlich ein weiteres Highlight in diesem Jahr an dieser Universität war. Im Bereich der Hochschulpolitik haben wir uns erfolgreich beworben im Rahmen der 3. Ausschreibungsrunde des Professorinnenprogramms und als einzige Hochschule in Sachsen und eine von 10 Hochschulen in Deutschland das Prädikat Gleichstellung ausgezeichnet erhalten. Ja, und im Bereich der Hochschulkommunikation haben wir den Preis für Hochschulkommunikation der Hochschulrektorenkonferenz des Zeitverlags und der Robert-Bosch-Stiftung erhalten. Und Sie haben ja mit Ihrem Team maßgeblich dazu beigetragen. Und an der Stelle möchte ich Ihnen auch ganz herzlich für die Kooperation im sich zu Ende neigenden Jahr danken. Vielen lieben Dank. Ja, das war ja ein sehr spannendes und erfolgreiches Jahr, so wie sich das anhört. Es gab auch noch so ein paar kleine Änderungen. Wir sitzen jetzt ja hier zum Beispiel gerade im Common Room, also so einem Aufenthaltsraum, wie man das vielleicht aus UK kennt. Und der wurde ja erst ganz neu eingerichtet. Wie kam es denn dazu? Ja, die Idee kommt in gewisser Weise aus UK. Also zum einen war das mein Wunsch, da ich das Konzept der Common Rooms über meine Forschungsaufenthalte aus Großbritannien kenne und sehr schätze, weil die Common Rooms eine sehr gute Plattform bilden für den interdisziplinären und auch interkulturellen Austausch und natürlich auch für TUC-Talk-Sendungen. Und zum anderen war das durchaus auch ein Wunsch unserer Studierenden, die diesen Wunsch im Rahmen des TUC-Panels an uns herangetragen haben. Und vor dem Hintergrund haben wir diesen Common Room eingerichtet und im nächsten Jahr werden wir am Universitätsteil Reichenhainer Straße einen Common Room einrichten. Ja, ich denke, er wird auch sehr gut genutzt und gebraucht von den Studierenden. Ja, wie geht es denn dann im kommenden Jahr weiter? Was dürfen denn die Studierenden und Angestellten von Ihnen und dem Rektorat erwarten? Also wir haben uns definitiv sehr viel vorgenommen für das neue Jahr. Im Bereich Forschung werden wir eine universitätsweite Ethikkommission aufbauen, so haben wir das mit den Dekaninnen und Dekanen besprochen. Im Bereich wissenschaftlicher Nachwuchs wird es ein Oberassistenten- bzw. Oberassistentinnenkonzept geben, auf dessen Grundlage Entfristungen vorgenommen werden können. Im Bereich Lehre werden wir die Systemakkreditierung weiter vorantreiben. Ich weiß, ich erzähle Ihnen das jedes Jahr, aber wir kommen jedes Jahr auch ein Stückchen weiter und im nächsten Jahr wollen wir dann den Antrag auf Systemakkreditierung stellen. Im Bereich Internationales wollen wir uns im Rahmen der Erasmus-Plus-Ausschreibung europäische Hochschulen bewerben. Das wird sehr kompetitiv werden, aber wir wollen es auf jeden Fall versuchen. Im Bereich Transfer wird es wieder ein Wirtschaftsforum geben mit einem etwas anderen Zuschnitt als in diesem Jahr. Und im Bereich Hochschulkommunikation werden wir unsere verschiedenen Formate weiterentwickeln, gegebenenfalls auch neu ausrichten. Also ich denke, bei TUC Together haben wir noch so ein bisschen Luft nach oben und die wollen wir im nächsten Jahr nutzen. Außerdem wollen wir die Studienwerbung ausbauen und im Bereich der Hochschulpolitik bei den anstehenden Weichenstellungen nachhaltig die Interessen der TU Chemnitz vertreten. Wir haben ja auf dem TUC Weihnachtsmarkt die Studierenden auch befragt, wie sie denn den Jahreswechsel verbringen werden. Was wäre denn Ihre Antwort auf diese Frage?
Ja, wie sieht der Jahreswechsel bei mir aus? Also tagsüber werde ich sicherlich einen längeren Lauf machen. Das ist mittlerweile auch schon Tradition, also ich würde sagen so 20 Kilometer. Da hat man dann auch Zeit, das Jahr Revue passieren zu lassen und so ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Und abends bzw. nachts wird es dann eher langweilig. Also zum einen muss ich gestehen, ich bin ein relativ großer Silvestermuffel. Und zum anderen haben wir 4 Kater und die können so gar nicht mit der Kracherei und dem Feuerwerk. Und vor dem Hintergrund ist es besser, zu Hause zu bleiben und relativ gemütlich von dem einen Jahr ins andere Jahr zu gleiten. Ja, und am nächsten Tag steht dann natürlich das Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen an, bei dem ich unter anderem Ricci Freitag, der ja hier aus der Region kommt, die Daumen drücken werde. Und wenn wir schon über den Jahreswechsel sprechen, dann denke ich, sollte man auf das vergangene Jahr zurückblicken und Dankeschön sagen. Vielen herzlichen Dank an alle Beschäftigten, an die Studierenden, natürlich auch an alle, die hier bei TUKTALK mitwirken. Also vielen herzlichen Dank für die Kooperation und die Unterstützung im letzten Jahr. Und ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen, allen Studierenden alles erdenklich Gute für das neue Jahr, aber jetzt erstmal schöne Weihnachtsfeiertage. Vielen lieben Dank. Genau das wünschen wir Ihnen auch. Danke, dass Sie heute nochmal bei uns gewesen sind. Sehr gern. Ja, natürlich möchte auch ich kurz die Gelegenheit nutzen und mich bei allen Helfern, die TUKTALK hinter den Kulissen unterstützen, bedanken. Nun wünsche ich Ihnen erholsame Feiertage und ein gesundes neues Jahr 2020. Wir sehen uns dann im Januar wieder. Bis dahin.